Hallo! Ja, ich bin Fabio und ja, ich mache ein Video über GTA 4. Und hier geht's drum um Stunts und um Autos. Also, ein besonderes Auto ist das hier. Der Infernus. Und ja. Zeige ich halt heute halt so ein paar Autos und ja, und schaffe es mit dem Feld anstatt. Jo. Also ich war jetzt an dieser einen Stelle, wo dieses eine Auto da ist. Den Namen sage ich erst, wenn ich starte. Und Stunts zeige ich auch natürlich. Ja, wir sind gleich da. Müssen nur noch kurz die Straße. Es gibt viele Leute, die wissen, wo ich hin will oder wo ich hingehe. Oder hinter. Und ja, das Auto ist eigentlich cool. Ja, das Auto heißt Sultan RS. Es ist, hat einen geilen Sound. Es ist schnell. Und ja, wie gesagt, sehr schnell. Ja, dann mache ich mal den ersten Stunt. Ja. Ich hoffe mal, dass nicht so viel Verkehr da ist, weil sonst kann ich irgendwo hin. Ja, wie ihr seht, direkt gelandet. Dann kommen wir auch zum nächsten Stand. Achso, nur noch, dass wir jetzt alle wissen. Ich bin auf dem Land. Und ja, ich glaube, ich fliege ins Wasser. Ja, wenn ihr nicht so ein schnelles Auto habt, dann fliegt ins Wasser. Oder wenn ihr ein schnelles Auto habt, dann fliegt ihr nicht ins Wasser. Ja, dann hole ich mir schnell mein Auto und zeige euch noch 3, 4 Autos. Da ist ein Bug hier, habt ihr es gesehen. Hier an diesen Treppen gibt es immer so einen Fehler. Das ist komisch irgendwie. Kann ich es euch noch mal zeigen? Ach, verdammt. Naja, egal. Muss mal drauf gehen. So. Ja, hier bin ich schon in der zweiten Stadt. Und wir diese Bahn hier mal. So, und jetzt, für die, die das Auto noch nicht kennen oder das noch nie gemacht haben, das ist so, so eine Art eine Mischung von Bug und von ja, Bug eigentlich. Wenn ich hier so vorbeifahre, dann ist hier kein Auto. Doch, dann ist das Auto da. Jetzt das erste Mal. Okay. Wenn ihr so vorbeifährt wie ich, dann seht ihr auch das Auto. Ihr müsst einfach nur kurz links gucken und dann seht ihr das hier. Ja, das ist meistens auch abgesperrt und so, hat keine Alarmanlage, könnt ihr es einfach locker nehmen. Wenn ihr halt die Polizei spielt. Ja, das Ding kippt eigentlich auch von alleine um, wenn ihr zu schlecht denkt. Ja,
Wagen gesehen. Es geht einfach so. Und ich zeige euch nochmal einen Trick hier mit, das kann man mit so LKWs machen. Ihr seht hier, ich drehe mich. Ja, scheiße, kein Wagen. Na, ich mache mich hier noch raus. Okay, ich steig mal hier aus, weil das wird jetzt sonst zu lange dauern. Oh, das ist eine gute, gute Sache. Ja, dann fahre ich jetzt mal schnell zu dem Haus. Ja, so lange kann der nicht mehr. So, wir sind gleich da und dann zeige ich euch drei verschiedene Autos, die es auf der Straße nicht gibt. Ich bin hier an einer Busstelle, mache ich euch das jetzt zeigen. Ich würde auch rechts abbiegen und wir sollten da stehen. Wenn nicht, dann muss der, dann muss ich etwas weiter wegfahren. Und ja, dann sollten wir da stehen. Ich zeige es euch dann und sage euch, was das für Autos sind. Ja, nur ein Auto ist jetzt hier von den drei gespawnt und ja, das ist der Van, den gibt es auch im Einzelspielermodus. Nur der fährt halt nicht auf den Straßen, sondern ist im Multiplayer, fährt er nicht auf den Straßen und ja, das letzte Ding hier ist, heißt Pony. Ja, so wie die alten Pony. Und ja, dann fahre ich nochmal weg und dann mal wieder. Und dann als Finale zeige ich euch eine verrückte Sache und ja, das ist auch witzig, sehr witzig. Also ich hoffe jetzt, dass zwei Autos stehen da, jawohl, die stehen da. Ja, nur zwei. Jetzt ist wieder eins. Ja, dieses Auto hier heißt Manana. Ja, denke ich mal. Ja? Nee, Emperor heißt es. Und es ist so eine Klassiker. Den wird man auch nicht auf dem Spaß. Und ja, das ist schon super. Ich stehe zwar so auf schnelle Autos, aber das sieht gut auch aus. Ja, wenn ihr noch Fragen habt über GTA, ich kenne mich da gut aus, könnt ihr mir ruhig stellen. Wenn es um Robben geht, da bin ich nicht der Richtige. Müsst ihr halt über YouTube gucken. Und ja, da gibt es halt einen Robben und so. Und ja, aber ich würde euch nicht so empfehlen zu morgen, weil es kann durchaus sein, dass ihr gebannt werdet. Ja, deswegen wollte ich auch nicht. Ja, das war nicht so. Ja, und ich hoffe, das letzte Auto ist gekauft, da, weil das letzte Auto ist cool, also ich finde es sehr schön. Und
Wenn es jetzt nicht das letzte Mal rauskommt, dann zeige ich das an das Finale. Ich hoffe, es wird besser. Jo. Ja, das Auto ist jetzt nicht da, also gehe ich jetzt zum Finale. Ja. Also das letzte, was ich euch zeige, das ist die Schaufel, eine bestimmte Schaufel. Ihr meint jetzt bestimmt, was will ich an meiner Schaufel? Aber das ist keine gewöhnliche Schaufel, wo man einfach hier rumschaufeln kann, sondern ich nenne sie die Todesschaufel. Viele Leute kennen die nicht und ja, wie ihr seht, ich schluck. Ja, ich zeige euch das nochmal und ich hoffe, das Video gefällt euch und ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr mich abonniert. Also. Nein. Scheiße, verdammt. Okay, dann fahre ich nochmal dahin und zeige euch das. Ihr könnt es ja nachmachen, ich zeige euch den Punkt auf der Karte. Wer jetzt, wer sich GTA ganz neu geholt hat, der sollte das mal ausprobieren. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, ich würde mich auch auf ein Abo freuen und tschüss, bis zum nächsten Mal.